Krieg! Ja, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Find's enorm schön, dass ich das Spiel starten kann, ohne dass es komplett abstürzt. Das weiß man manchmal gar nicht zu schätzen, bis es die ganze Zeit passiert. Okay, wir sind immer noch in Farum Azula, dieses Gebiet hier. Ich finde es im Übrigen richtig geil, dass das einfach so weit weg ist vom Rest von der Welt. Ich meine, der Harlikbaum ist ja schon ein bisschen weiter entfernt, aber der ist zumindest mal noch halbwegs hier verbunden, aber das hier einfach mal so fast mitten im Ozean. Okay, nochmal weiter. Gibt's hier einen sicheren Weg runter, oder? Ja, der Weg ist sicher. Deswegen brauche ich mir keine Sorgen machen. Okay. Wir dürfen nicht. Ach, man darf hier nicht rein. Echt jetzt? Sieht für mich so aus, als hätte man da reinkommen können, aber ne. Wie auch immer. Hallo. Und tschüss. Ja gut, Moment. Ich darf nicht vergessen, dass ich noch das hier machen muss, um dich loszuwerden. Weil es sind jetzt hier tatsächlich keine menschlichen Soldaten, sondern diese Werwolf-Viecher, die wir hier jetzt schon die ganze Zeit bekämpfen. Finde ich aber cool, dass sie sich die Mühe machen, hier tatsächlich die Skelette an die lokalen Bewohner anzupassen. Oh. Na gut. Irgendwo schießt da jemand. Ah, ich sehe es. Okay. Gut, das hier reicht. Und jetzt locke ich hier natürlich sofort alles an. Bitte in die richtige Richtung schlagen. Danke. So, nein. Zack. Mal, wie viele von euch schießen eigentlich da oben auf mich? Das ist nur einer? Na gut. Ziemlich machen wir jetzt erstmal kaputt. Haben wir nämlich Ruhe. Hä? Also ich war das nicht. Warum ist der gerade weggeflogen und dann zusammengebrochen? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Das verstehe ich jetzt echt nicht ganz, aber ich muss ja, glaube ich, nicht alles verstehen. Oh. Hey. Also von hier unten kann man jetzt wieder den Teil da unten sehen, wo wir schon waren. Achtung Drache, aber keine wertvolles Objekt voraus. Ja gut, unten ist schon was Wertvolles gewesen, aber von hier oben kommt man halt nicht dran. Menschenknochensplitter. Echt jetzt? Die Viecher zählen noch als Menschen? Sind die dann irgendwie mutiert oder wie darf ich mir das vorstellen? Wahrscheinlich muss ich jetzt hier rauf, ne? Vorsichtig. Yep. Okay, da oben ist auf jeden Fall noch ein Drache. Ich habe so das Gefühl, ich muss mich jetzt erst da unten durchkämpfen, da oben rein und dann da den ganzen Weg wieder hochgehen. Um in dieser blöden Kathedrale da oben dahin zu kommen, wo ich vorher nicht hinkomme, wo ich im letzten Teil nicht hin konnte. Und du schießt einfach von hier schon mal, ne? Blöd, Mann.
Busch. Zack. Meine Güte, du hältst viel aus. Okay, jetzt nur nicht vergessen. Ist das schon? Ja, okay. Der hat da oben echt eine gute Position, um zu snipen. Der Feigling. Okay. Zack. Zack. Also ihr haltet viel aus, aber ihr seid nicht sonderlich schwer. Zwar geht's auf eine Art runter. Da hinten ist nochmal ein Ort der Gnade. Der wird auf jeden Fall mitgenommen. Und hier liegt... Was ist denn schönes? Schottersteine. Also ich weiß nicht, ob der Begriff so gut gewählt ist, denn wenn ich jetzt höre Schotter, dann denke ich, die Scheiße, die auf Gehwegen rumliegt. Oh, komme ich jetzt überhaupt wieder da hoch? Das wirkt ein bisschen zu hoch, um da wieder hinzuspringen. Scheiße. Na gut, Ort der Gnade muss erstmal mitgenommen werden. Und dann Anlauf nehmen. Zack! Ohne Schaden zu nehmen, okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hier ist doch... Ja, ich hab's doch erwartet. Auf der anderen Seite auch? Nö. Na gut. Zack! Tatsache, dass ich nicht mal mein Schwert verzaubern muss, ist für mich gerade ein bisschen verwunderlich, weil ich habe eigentlich so das Gefühl gehabt, wenn ich mal bisher, das war jetzt hauptsächlich beim Harlichbaum, aber okay, wenn ich mein Schwert nicht verzaubere, dann ist es nicht so übertrieben stark. Warum sind hier Leute gestorben? Das ist ein einziger Schütze, oder? Das hier ist falsch. Nee, das ist ein einziger Schütze. Warum habt ihr mit einem einzigen Schützen Probleme? Oder sind das Blutflecken, weil man da runtergesprungen ist? Müssen die dann nicht eigentlich näher an... Muss ich voll links übrigens abrollen versuchen. Welchem links? Ach, die gehen wahrscheinlich... Oder wenn man hier... Egal. Egal. Vielleicht sollte ich mich nicht allzu sehr mit den Kommentaren, die andere Spieler hinterlassen, herumschlagen. Los, komm. Ah, jetzt haben wir dich, ne? Tschüss. Zeit für dies. Rache. Yep, gut erkannt. Sicht vor hoch. Ach, weil da oben noch der Drache ist wahrscheinlich, ne?
gespült, aber hier sehe ich jetzt nichts. Und hoch voraus. Hä? Ah, okay. So, einer weg. Hä? Komm schon. Der erste echt nicht gezählt. Ja, meine Güte. Aber dass das hier als Menschen durchgehen, obwohl sie so Werwolf-ähnlich sind, erinnert mich gerade enorm an Bloodborne. Und die Bestienplage in Yharnam. Kein Schaden. Krass. Na gut, also von da oben bin ich nicht weitergekommen. Das heißt, ich muss jetzt erst einmal... Habe ich jetzt da oben irgendwo was übersehen? Ich glaube nicht, nee. Wir gehen weiter. Wir gehen erstmal weiter. Zack. Und zack. Ist hier noch irgendwo weiter? Nein, nicht so. Ich muss aber wirklich zugeben, ich finde, hier sind jetzt momentan die Checkpoints ziemlich großzügig gesetzt. Also nicht übertrieben großzügig. Ich finde, das sind schon an sinnvollen Punkten gesetzt. Wie jetzt beispielsweise nach dem ersten Drachenkampf da. Und wenn sie es mal so gut setzen, dann will ich mich darüber auch nicht beschweren. Okay, ich sehe schon, hier ist sonst nichts mehr. Müssen wir... Oh. Oha. Hey, du hast ja mal übertrieben viel Poise. Heilige Scheiße, ey. Meine ich das nur oder konnte ich den jetzt quasi gar nicht staggern oder mal so durchkommen? Ich glaube, der weitläufige Begriff für das, was der Typ hier gerade hatte, ist Hyper-Armor. Da haben wir jetzt nochmal so einen Gittertypen. So wenig maximales Mana wie ich habe, kann ich mir so etwas definitiv nicht häufig erlauben. Das da hinten ist auf jeden Fall nochmal so einer, wie wir ihn da gerade gehabt haben, der wahrscheinlich mit Sturmangriffen auf mich zukommen wird. Da geht's runter. Ich nehme mal an, runter wird der eigentlich
bevorzugte Weg sein. Daher gehen wir doch erst einmal hier erkunden. Und ich hoffe jetzt, dass ich nicht gegen zu viele von euch auf einmal kämpfen muss. Denn ihr seid schon recht stark. Oh, fucking hell. Okay. Ja, und ich merke echt auch schon wieder, ohne dass ich das Schwertverzauberer braucht, ist relativ lange, um Frostbite-Effekte auszulösen. Ich habe jetzt gerade gedacht, da rollt irgendwo irgendwas, aber das muss, glaube ich, mal wieder der Tornado draußen sein. Also gut, zeig mir, was du drauf hast. Nicht schlecht. Dein Feuer ist ganz schön gefährlich, das muss ich zugeben. Au. Okay, nice. Dann haben wir hier dich. Okay. What the f... So. Zack. Weiß nicht, könnt ihr euer Zeugs droppen? Achtung, Boss. Mist voraus, daher umkehren. Boss? Mist? Also da ist auf jeden Fall noch... Wo ist ich da hinten? Ah, heller Ort. Okay, ich hab's kapiert. Drachenwundblatt. Na gut. Gibt's Besseres? Gibt's definitiv Besseres. Ich wüsste jetzt nicht mal, ob ich... Schauen wir doch mal. Wundfette müsste ja hier sein. Nee, kann ich bei meinem Schwert gar nicht mal machen. Ja, das war aber schon seit Dark Souls 1 so, dass bestimmte Waffen nicht verzaubert werden können. Dann erinnere ich mich echt noch in Dark Souls 1, dass ich mir bestimmte Waffen geholt habe und, mein Bild auch so ein bisschen darauf ausgelegt habe, dass ich... Ich glaube, Kristallwaffe hieß das damals einfach. Und dass ich das dann nirgends drauf machen konnte. Oder es gab ein paar, auf die man es drauf machen konnte, aber bei einigen war es halt nicht möglich. Und das fand ich immer so ein bisschen nervig. Ich finde es aber hier auch sehr gut gelöst, dass man die nur einzeln bekämpft bisher. Ich meine, die sind stark. Ich glaube, da wird mir jetzt keiner widersprechen, wenn ich sage, dass die hier stark sind. Der lebt noch, ne? Yep. Rüstung der verbannten Ritter. Verbannte Ritter sind das, okay. Yep, der hat mich gemerkt, ne? Zwei Konterangriffe. Und eine Riposte und er lebt immer noch. Schild der Exilritter. Ihr seid stark, das muss ich echt sagen. Aber wenn ihr halt nur einzeln kommt, dann kann man das vergleichsweise gut mit umgehen. So, hier ist nichts. Irgendwie muss man noch runterkommen. Wahrscheinlich, wenn ich da irgendwann durchgehe. Und hier oben liegt...
Goldene Rune. Na. Vorsicht, oh, links. So, was ist da links? Oh mein Gott. So haben wir nicht gewettet. Oh. Hört mal auf. Hört mal auf. Unfair. Ich wusste nicht, dass da ein Boss kommt. Okay, einer weg. Okay. Oh Mann, ey. Ich bleib immer hängen, ne? Komplett weg, aber ich komme nicht durch, ne? Ah, okay, verstanden. Ihr belebt euch immer wieder. Bis die Lebensleiste wahrscheinlich weg ist, ne? Einer kommt jetzt noch. Boah. War's das? War's das? Puh. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ugh. Zwei von euch. Okay. Okay. Aber dass ich die jetzt beim ersten Mal geschafft habe. Erstaunt mich jetzt. Vielleicht war ich für diesen Kampf tatsächlich ein bisschen overleveled. Oder das ist, es ist halt natürlich auch sehr gut möglich, dass das jetzt ein bestimmte Art Boss ist, die, sag ich jetzt mal, meine aktuelle Waffe sehr gut geeignet ist. Sind wir mal ganz ehrlich. Ich hatte jetzt schon einen recht guten Vorteil mit meinem Dunkelmond-Großschwert. Ist die Frage, wo habe ich jetzt noch nicht überall erkundet? Bevor ich mich jetzt da hinsetze und die ganzen Gegner einfach wieder spawnen. Echt? Hallo.
mal, wie viele hast du eigentlich? Egal, wenn ich nah genug an dich rankomme, dann hast du keine Chance. Hallo. Dass ihr euch immer so viel Zeit lassen müsst. Greif doch direkt an. Du musst nicht erst noch rumbellen, Hundi. Okay, aber dann geht's hier nicht weiter. Und da gab's nur eine Rune. Der Götterskalp. Aber dass das nicht als, dass das so eine Art Überraschungskampf ist, das hat mich jetzt ganz schön überrascht. Ja, schlecht formuliert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich hätte für so einen Boss jetzt tatsächlich mit einer Tür irgendwie, ja, gerechnet, aber... Moment mal, was? Ich habe hier gerade den Boss besiegt und habe hier einen Ort der Gnade bekommen. Und jetzt ist hier keine 2 Meter entfernt. Na gut, übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Was soll denn das? Wahrscheinlich hat man die Möglichkeit, von einer anderen Stelle hier hinzukommen. Und dann ist man hier quasi direkt vor dem Duo der Götterskalpe. Ich bin jetzt gerade einfach nur ein bisschen komisch dahin gekommen. Kann das auch sein? Was war das? Was war das? Ist gerade gesehen? Da, schon wieder. Da ist doch irgendein komischer... visueller Effekt, wenn ich auf das Ding loslaufe und dann drehe. Habe ich mir das jetzt nur eingebildet? Ich werde paranoid gerade. Gehen wir erst einmal aufsteigen. Ich muss ein bisschen mehr Geist. Ich merke es immer mal wieder. Wenn ich mein Mana in irgendetwas anderes investiere als die Mondlichtstrahlen mit meinem Schwert, dann ist das enorm schnell leer. Sagt erbärmliche Person. Na voraus. Ich verstehe nicht so ganz, was ihr meint. Kann man mit dem Ding hier irgendwas machen? Nee, scheint nicht so. Bin ich so langsam, aber sicher ein bisschen verwirrt. Wie kommt man dahin? Bin ich denn jetzt bescheuert? Geht's hier vielleicht gar nicht weiter?
bin verwirrt. Ziemlich verwirrt, wo es jetzt hier weitergehen soll. Billiger Sack. So, einer weg. Weiter weg. Und wahrscheinlich hätte ich hier jetzt vorhin irgendwo runterspringen müssen, um weiterzukommen, ne? Ja, hier geht's weiter. Oh mein Gott, ich schau als manchmal nicht richtig. Alter Reißzahn. Na gut. Bei Zähnen habe ich mir eigentlich immer so das Gefühl vorgestellt, dass alte Reißzähne schlechter sind als neue. Ach, das ist seine Waffe, die da noch drin hängt. Okay, hab's verstanden. Ich habe gerade auch so gedacht, was genau... Oh. Das war knapp. Aber es war es wert, wenn ich jetzt nicht sterbe. Zum. Ist irgendein Sinn, da drauf zu gehen? Das sieht so aus, als würde sie jeden Moment wegbrechen. Wagt es nicht, wagt es nicht. Vielleicht meinte irgendjemand, der kann da runterspringen. Deshalb hat man da... Oh! Boah! Verdammt! Nicht auf die Ausdauer geachtet. Okay, große Waffe, aber der Schaden war jetzt nicht so übertrieben. Und er war recht schnell tot. Das ist eine Gnade. Nein. Diese Statuen sind recht detailliert. Ah, hier haben wir einen Weg. Da drüben nicht. Von daher gehe ich erstmal da lang. Hm. Nett, nett, nett. Das nehmen wir natürlich alles mit. Mist voraus. Gruppe voraus. Jetzt. Warum habe ich den denn jetzt nicht getroffen? Blitzfett.
Was freue ich mich eigentlich darüber? Blitzfette sind nicht gerade so das Nonplusultra. Vor allem, eigentlich sind keine Fette für mich das Nonplusultra. Ich kann sie ja nicht verwenden, um meine Waffe zu verzaubern. Na gut, was ist hier oben? Hallo. Ritzelt das wieder. Da komme ich jetzt da weiter? Schauen uns hier erstmal noch mal um. Ah, da hinten ist noch einer. Okay. Verstanden. Er hat natürlich bemerkt, dass ich seinen Kollegen angegriffen habe. Nochmal einer. Zack. Das ist hier noch. Okay, ich sehe, ich sehe. Zwei Stück. Und wo kommen wir da hin? Zu einem Ort der Gnade. Wohin führt das? Wohin führt mich das jetzt, ist die Frage. Seid viele. Okay. Okay. Einen nach dem anderen jetzt mal. Ihr seid schon gefährlich, wenn ihr in einer Gruppe auftaucht. Und eine Fürstenrune. Na gut, ich habe mich jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen gedacht, okay, cool ist es hier, ja, aber ich bekomme nicht wirklich so viele Runen. Das hat sich dann damit auch erledigt. Jetzt kann ich mich definitiv nicht mehr beschweren, dass ich keine Runen bekomme. Fürstenrune. Thank you.
weg. Also den Hund habe ich jetzt nicht gesehen gehabt, aber okay. Muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, hallo. Ist ja nicht so, als wüsste ich nicht, würde ich nicht ahnen, dass ihr alle ein Leben erwacht. Seid ein bisschen viele. Ach. Und dann passiert mir immer so dummer Scheiß. Du hast nie im Leben durch deinen Kollegen durch jetzt auf mich getroffen, ne? Jetzt mal auf. Es werden mir jetzt hier ganz schön viele. So, und du jetzt auch noch. Los, komm runter. Einen Moment. Komm schon. Kaputt. Geht kaputt. Erstaunlich, wie viele Gegner hier sind. Moment, jetzt kann ich herbeirufen? Für was denn? Ist das gedacht für die ganzen Gegner hier, die ich jetzt schon alle getötet habe? Gut, das ist möglich. Ist durchaus möglich. Vorsicht vor hoch. Ah. Nett. Mein Gott, sag mal, wie viele von euch gibt's hier eigentlich? Das ist doch nicht euer Ernst. Da hätte ich jetzt fast runterfallen können.
Aber da oben sehe ich auf jeden Fall noch was Wertvolles, was ich mir nicht entgehen lassen möchte. Ja, das auch. Hier ist goldene Saat, okay. Da sind noch mehr im Boden. Okay. So. War's das? Spawnt jetzt hier noch mehr von euch? Ich hoffe mal nicht. Ehrlich zu sein, regt ihr mich langsam auf. Einfach nur, weil es zu viele von euch sind. Blitzfestigung. Okay, bevor wir den Drachen kaputt machen, erstmal hier. Ich und dich. Nehme ich hoffentlich hier meine Ruhe. Gibt hier noch irgendwas? So aus. Und dann will ich mir die goldene Blitzfestigung durchlesen. Erhöht die Blitzresistenz bei euch und euren Verbündeten deutlich. Okay. Sens. Welches von denen war es denn jetzt, was wir eigentlich vorhin bekommen haben von den der schwarzen Flamme. Das hier muss es gewesen sein. Eine überragende schwarze Flammenanrufung von den Aposteln der Götterskalpe beschwört einen Kreis aus schwarzen Flammensäulen um den Zaubernden herum. Durch Aufladen erhöht ihr die Größe des Kreises. Die finsteräugige Königin führte die Apostel an und war angeblich eine von den Fingern auserwählte Himmlische. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es das war, aber das müsste es gewesen sein. Eine Anrufung des Erdenbaums erhöht dem Zaubernden. Ja. Diese Anrufung wurde von den Rittern des Erdenbaums bei einem Angriff des großen uralten Drachen Gransax eingesetzt und kann auch in dem darauf folgenden erbitterten Krieg der uralten Drachen zum Einsatz. Gransax. Ist das der Drache in Laendell? Also dieser riesige, der da komplett die Stadt in Anspruch nimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt. Unter dir bleiben ist so die effektivste Strategie, habe ich so das Gefühl. Uralten Drachen. Also ist das der Unterschied? Ihr seid uralte Drachen und die zweiflügigen Viecher, die wir in, wie heißt er denn, Greyrolls Drachenhügel gesehen haben, das sind normale Drachen. Verstehe ich das so richtig oder bilde ich mir da jetzt einfach nur mal wieder irgendeinen Käse ein? Voraus, dann runter. Ja gut, zuerst die Hunde kaputt machen ist natürlich keine schlechte Idee, wenn man darüber will. Ob
so das Gefühl, ansonsten würden die einen verfolgen. Okay, da hoch werde ich so auf jeden Fall nicht kommen. Aber hier kann ich ja mal noch schauen, ob es da irgendetwas gibt. Denn ich habe so das Gefühl, ich komme jetzt hier wieder zum Anfangsbereich zurück. Dann haben wir hier direkt nochmal so ein Anana aus. Ganz gut, ganz gut. Okay. Kamera, benimm dich doch jetzt mal bitte. Hätte zwischendurch aber nicht so knapp werden müssen. Na gut, egal. Wir bekommen jetzt die Möglichkeit, wieder hier hochzukommen. Was ich ja schon eine Weile lang gesucht habe. Das wird mal wieder ein etwas längerer Teil, habe ich so das Gefühl. Einfach weil es recht weit zu laufen ist. Okay, jetzt hier runter, ne? Ach, ich weiß, hier ist nicht. Ist das jetzt nochmal ein Drache? Nein, das ist einfach nur... Oh, die sehen aber teilweise echt auch einfach so aus wie diese Ruinenstücke hier. Kaputt. So. Wahrscheinlich wäre der jetzt nämlich aufgestanden, wenn ich zuerst da reingegangen wäre. Zack. Verlier mal nicht immer alles. Ach. Also wenn du triffst, das ist hart. Das muss ich dir jetzt zugeben. So, jetzt oder? Handbuch des uralten Drachenapostels, Nummer 4. Okay. Fußverwirken. Herstellung. Inventar. Schlüsselobjekten. Handbuch des uralten Drachenapostels. Uralter Drachenblitztorf, blitzsichere Trockenleber.
Blitze, weil das die Waffen der uralten Drachen sind. Okay. Ah. Ist das aber so ein kleines bisschen anders als, sage ich jetzt mal, in Dark Souls 1. In Dark Souls 1 wurden ja hauptsächlich Blitze dafür verwendet, um Drachen zu töten. Von da, ne? Kann jetzt hier oben noch drauf. Muss mir halt immer so ein bisschen nachschauen, wo ich bin, wo es überhaupt hingeht. Denn das Leveldesign hier ist schon recht tricky. Sag ich jetzt einfach mal. Mich jetzt alle nicht bemerkt, ne? Aber bin ich erst noch nicht wieder da oben reingekommen. Ach, verdammt! Fallenes Bestiengrab. Also gut, hier bin ich angekommen. Hoch. Durch Balkon, da runter, Drachentempel, da, Sphäre, auf zu. Ja, ich habe jetzt wieder so ein bisschen den Überblick verloren, welcher Punkt wo war. Gehen wir mal dahin. Okay, also das hier war der Raum, wo ich das Götterskalp-Duo besiegt habe und dann bin ich da lang gegangen und das war der einzige Weg. Okay, aber das merke ich mir jetzt für nächstes Mal, denn für heute ist der Teil jetzt schon lange genug. Das war's für heute mit Elden Ring. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Hey,